So, ich habe schon mal vorgestrickt und auch bin immer wieder in den Handschuh reingeschlüpft. Jetzt müssen wir die Abnahmen machen und zwar nur die Abnahmen vom Daumen. Heißt, wir müssen ganz genau hingucken, wo jetzt hier die erste Masche ist, die wir abnehmen müssen. Das ist diese hier, also diese. Dann wird noch eine gestrickt. Und da wir jetzt auf der Innenseite sind vom Handschuh, heben wir die erste Masche ab, stricken die zweite rechts und heben dann die abgehobene Masche. Moment, hier ist was faul. Da ist sie. Über die gestrickte. So. Dann wird hier weiter gestrickt. So, und wir stricken uns nach innen, da wo der Daumen aufhört und der Zeigefinger beginnt. Wie ihr seht, ich muss auch schauen, wo ist jetzt hier die Zunahmestelle, wo endet sie? Also bei mir endet sie. Da. Da ist mein letztes letzte Zunahme gewesen. Also heißt das, ich stricke diese beiden hier, diese beiden Maschen rechts zusammen. Nee, was erzähle ich denn? Ich muss ja natürlich nicht, wir sind hier auf der Innenseite abnehmen. Stricken und die abgehobene überziehen. So, müssen wir eben hier wieder gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Das ist hier aber auch heute irgendwie nicht mein Tag, ne? Und das am Nikolaus. So. Der Daumen, der will sich immer wieder nach vorne drängen. Geht auch gar nicht. So. Innen in der Handfläche werden die Abnahmen immer so gestrickt. Eine abheben, eine stricken, abgehobene überziehen. Ich drücke mal auf Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt laufen wir auf der zweiten Rundstricknadel, also auf dem Handrücken. Und hier müssten wir jetzt tatsächlich die ersten beiden zugenommenen Maschen vom Daumen. Ihr seht es, rechts zusammen stricken. Dann weiter. So. Und der zweite Handrücken muss natürlich genauso gestrickt werden. Wir suchen gleich wieder die Zunahmestellen, wo sie enden.
Also machen wir jetzt hier diese beiden rechts zusammen und stricken dann lustig weiter und das war's. Und das macht ihr dann in jeder zweiten Reihe Runde so. Nur mit den Daumenmaschen. Die anderen Finger bleiben davon komplett unberührt. Geht nur um den Keil des Daumens. Wie gesagt, jetzt ist erstmal eine Runde ohne Abnahmen daran. Und die zweite Runde macht ihr genauso, wie ich es euch gerade hier gezeigt habe, wieder mit den Abnahmen. Und das macht ihr dann so lange, bis die kompletten Daumenmaschen abgenommen sind. Die Abnahmestelle wird man hier, denke ich mal, sehen. Wo wir gerade abgenommen haben. Ich sehe sie jetzt auf Anhieb so nicht. Doch, da. Da ist sie, die Abnahmestelle. Da werde ich mir gleich mal einen Maschenmarkierer reinsetzen, damit ich weiß, aha, bei der Masche, wo der Maschenmarkierer drin sitzt und die nächste, die danach kommt, die beiden müssen dann wieder zusammengestrickt werden. Gut. So, Runde beendet. Die nächste Runde wird ohne Abnahmen gestrickt. Und dann geht es so weiter, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Dann bis dahin, also zum nächsten Video, wenn wir die Daumen komplett abgenommen haben, die zugenommenen Daumenmaschen abgenommen haben, und dann müssten wir eigentlich hier unten schon sein. Wir machen jetzt hier dieses ganze Stück. Dann müssten wir da sein und dann geht es los mit Bündchenmuster. Zwei rechts, zwei links. Aber dann melde ich mich wieder.